Im heutigen Video möchte ich einmal auf ein Problemchen aus der Community eingehen. Und zwar hat eine Person nicht diesen Text, der ist jetzt selber zusammengewürfelt, ein Text, in dem mehrere Kommentare waren. Dieses Dokument wurde als PDF erstellt und wie ihr dann hier auch in dem Beispiel sehen könnt, waren dort die ganzen Kommentare hinterlegt. Was für ein offizielles Dokument natürlich sehr ungünstig ist. Und ich werde euch einmal kurz zeigen, wie man dieses kleine Problemchen lösen und beheben kann. Dafür bin ich einmal in die Web-Applikation von Word gewechselt. Hier haben wir nun den Text im Original und wie ihr seht, haben wir auch hier das Kommentar. Und hier in der Übersicht sehen wir nochmal eindeutig, dass das so platziert ist wie auch in unserem Ausdruck. Als nächstes wählen wir den Export einer PDF-Datei. Denn hier kann ich noch das ein oder andere manuell einstellen. Gehen wir einfach auf den Export, suchen uns den entsprechenden Ordner aus, wo das Ganze hin soll. Und klicken dann hier auf Optionen. Und hier haben wir schon den Übeltäter, und zwar Dokument mit Markups. Bedeutet, dass wir auch die Kommentare mit integriert haben. Klicken wir einfach die normalen Dokumente ein, speichern das ab, veröffentlichen es. Und wie ihr seht, haben wir hier einmal das Dokument, so wie wir es haben wollen. Im Vergleich dazu zeige ich noch einmal, wie es mit Markups ausschaut, weil mit Markups wird immer standardmäßig gesetzt. Veröffentlichen wir das. Dann seht ihr, dass nun hier auch die Kommentare enthalten sind. Also, wie immer, nur eine Frage der Einstellung und wenn ihr zukünftig PDFs erstellt, achtet auf diese Einstellung und stellt sie auf Dokument um, damit euch dieses Missgeschick nicht auch passiert.